Vati ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und entwickelt sich aus Voltilam und kann sich selbst wiederum zu Ampharos weiterentwickeln, welches zudem zur Mega-Entwicklung fähig ist. Vati ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und schafähnliches Pokémon, das weiß, rosa, schwarz und blau auftritt. Das Fell und die Zehenspitzen sind dabei weiß und die Haut rosa. Ohren und Schwanz sind jeweils rosa-schwarz gestreift und die Kugel am Schwanzende blau gefärbt. Vati besitzt einen schlanken Körper und das Fell bedeckt nur den Kopf und den Nacken und Halsbereich. Das Fell auf seinem Kopf hat die Form von Hörnern, bedeckt jedoch das Haupt komplett. Wie seine Vorentwicklung sind sowohl das Gesicht als auch die Ohren breiter und abgerundeter Gestalt. Neben den beiden schwarzen Augen wird das Antlitz durch zwei kleine Nasenlöcher und den Mund ergänzt. Unterhalb des Fells sind die beiden kurzen Arme zu erkennen und die beiden schmalen und langen Füße verfügen über je eine Zehenspitze. Der zum Ende hin immer schmaler werdende Schwanz ist mit einer Kugel am selbigen versehen und in seiner Shiny-Form ist Vati etwas heller gefärbt und seine Kugel ist türkis gefärbt. Vati ist ein nicht besonders kräftiges Pokémon mit ausgeglichenen Fähigkeiten, aus denen seine speziellen Angriffskräfte herausragen. Im Kampf setzt es vor allem darauf, den elektrischen Strom aus seinem Fell in kräftigen Elektroattacken wie Elektroball, Ladungsstoß oder Donner zu entladen. Gelegentlich geht es auch mit Tackle oder Body Check gegen Angreifer vor. Die hell leuchtende, glühbirnenartige Kugel aus seinem oder an seinem Schweif macht es sich für verschiedenartige lichtbasierte Attacken wie Ampelleuchte, Konfusstrahl oder Lichtschild zunutze. Nicht zuletzt kann es sein watteartiges, dichtes Fell nutzen, um sich selbst mit Watteschild gegen physische Angriffe zu wehren oder Gegner mit Baumwollsaat auszubremsen. Vati besitzt die Fähigkeit Statik, die sie mit vielen Pokémon des Elektrotypen teilen. Bei Berührung können sie somit eine Paralyse hervorrufen. Seltenere Exemplare können die versteckte Fähigkeit Plus besitzen, welche ihre Angriffskräfte verstärkt, wenn ein anderes Pokémon mit Plus oder Minus am Kampf teilnimmt. Wilde Vati sind vor allem auf wiesenreichen Graslandschaften wie der Route 42 in der Johto-Region anzutreffen. Vati speichert eine größere Menge Elektrizität in seinem wolligen Fell als seine Vorstufe Voltilam. Um selbst gegen diesen elektrischen Strom geschützt zu sein, prägt es Flecken aus, auf denen nicht einmal kleinste Haare wachsen. Die gummiartige Haut leitet keinen Strom und ist gegen Elektrizität abgeschirmt. Dort lässt Vati sich auch ohne Gefahr berühren. Da auch die Struktur seiner Wolle sich ändert, kann es auch mit weniger Wolle große Aufladungen erreichen und die Kugel am Ende seines Schweifes leuchtet dann sehr hell. Vati stellt den mittleren Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es entwickelt sich aus Voltilam weiter und kann sich selbst wiederum zu Ampharos entwickeln, das dann noch zudem seit der 6. Spielgeneration zu einer Mega-Entwicklung fähig ist. Im Laufe seiner Entwicklung bleibt der Körperbau des Pokémon relativ unverändert, jedoch entwickelt es einen zweibeinigen Gang und nimmt an größerem Gewicht zu. Auffallend ist, dass es sein wolliges Fell stetig verliert, bevor es als Ampharos nur noch von gummiartiger Haut bedeckt ist. Die Hautfarbe verändert sich auch bei jeder Entwicklung, erst von blau zu rosa und anschließend zu gelb. Ampharos gewinnt bei seiner Mega-Entwicklung noch den Drachentypen hinzu und in den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Voltilam zu Vati beim Erreichen von Level 15 ausgelöst, von Vati zu Ampharos auf Level 30 und natürlich die Entwicklung von Ampharos zu Mega Ampharos durch einen Megastein. Mit seinem Typ Elektro nimmt Vati halben Schaden gegen Elektro-, Flug- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.